Leute, hier ist der Thomas ohne Haar von Free and Ride. Es gibt eine Neuigkeit und zwar werde ich es nochmal probieren, auch wenn ich bin skeptisch, aber an diesem Ort ist es wirklich cool. Wir haben auch ein Video gemacht von dem Ort, dass ihr den ein bisschen kennenlernt. Und zwar wird Free and Ride Gruppenkurse anbieten, hier in Zusammenarbeit mit dem MTB Wendener Land. Also die erlauben mir das Übungsgelände zu benutzen, in kleinsten Gruppen bis maximal 6 Leute. Und es ist kein Coaching, sondern wirklich ein Kurs. Das heißt, ich gebe Leuten, die absolute Einsteiger sind, aber unbedingt mal im Bikepark oder am Flowtrail auf der Halde fahren wollen, einfach mal wissen wollen, was macht man denn so, wenn Absatz kommt, wenn Sprung kommt. Da die absoluten Basics zeige ich euch in diesem Kurs, gebe euch Hausaufgaben mit. Und dieser Kurs, wenn ihr den macht, bevor ihr zum Beispiel bei mir ein Einzelcoaching macht, dann können wir im Einzelcoaching viel mehr in die Tiefe gehen. Ich habe gemerkt, dass wir im Einzelcoaching sehr viel Zeit für Basics verbrauchen. Und Basics kann man auch in der Gruppe lernen. Nachher, wenn es ans Eingemachte geht, macht nur Einzelcoaching Sinn, meiner Meinung nach. Aber Einsteiger kann man auch, gerade an so einem schönen Spot wie hier in Wenden, wo alles schön im Kreis gebaut ist, kann man hier halt einfach vermitteln mit meiner SWOT-Lehrmethode, also mit speziellen Werkzeugen und alternativen Trainingsmethoden zeige ich euch, wie ihr bessere Mountainbiker werden könnt, indem ihr einfach diese Hausaufgaben da macht. Ich werde euch ganz viel vorführen. Oh, jetzt geht mein Telefon. Würde mich freuen, wenn ihr einfach mal das vielleicht ausprobiert, vielleicht mal bei mir in meiner eigenen SWOT-Methode. Das SWOT kommt immer dann, wenn die anderen nicht weiter wissen. Ich bin auch spezialisiert gerade auf die Psyche von Frauen oder halt auch von Leuten, die eine Beeinträchtigung haben, mache ich auch Kurse. Ich versuche jedem Mensch einfach dieses super mega Hobby, so viel Spaß, dass er dabei hat wie ich. Es geht nämlich darum, Spaß daran zu haben und nicht darum, dass man den coolsten Sprung rausziehen kann, sondern einfach, dass wenn man den Sprung fährt, man einfach Spaß hat in seinem Level. Und dafür sind diese Kurse, glaube ich, um einfach mehr Sicherheit, mehr Spaß zu bekommen, wie gemacht. Wie gesagt, auf Daniels Kanal könnt ihr euch den Spot mal angucken, was da so ist. Wir sind da alles gefahren. Und wenn ihr euch das vorstellen könntet, das Besondere ist übrigens, ich werde diesen Kurs auch stattfinden lassen, wenn nur ein Teilnehmer bucht, maximal 6. So, es wird dann nur die Zeit verkürzt, logischerweise, weil es ja dann weniger Leute sind, denen ich das zeige und die das nachmachen. Aber der Spot findet, also dieser Kurs findet auch statt, wenn nur einer bucht. Das nur mal vorweg. Okay, ich freue mich auf euch, euer Thomas ohne Haar von Free and Ride.